Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ad Infinitum. Wir sind hier in den Schützengräben, aber nicht in unseren, sondern in den französischen. Wir sind hier nämlich auf der anderen Seite. Letzte Folge noch über die Gasfelder hierher spaziert und jetzt endlich wieder dort, wo wir zumindest halbwegs in Sicherheit scheinen. Aber das kann sich natürlich hier jederzeit ändern. Es gibt viele Briefe, es gibt viel zu entdecken und ich würde mal sagen, wir machen auch gleich mal weiter mit einer kleinen Lesestunde. Das Lied von Crown auf Französisch. Nach 8 kurzen Tagen ist der Urlaub nun um und wir kehren in unsere Gräben zurück. Unser Platz hier ist sehr wichtig, denn ohne uns wäre die Stellung verloren. Aber damit ist Schluss. Wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schwerem Herzen, ja und unter Tränen, winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommeln für uns und ohne Trompeten ziehen wir nach dort oben, ziehen mit gesenktem Haupt. Lebe wohl, Lieben, lebe wohl, Liebe, lebt wohl, all ihr Frauen. Es ist vorbei, für uns ist er vorbei, dieser schändliche Krieg. Dort in Crown, auf dem Plateau, da sollen wir endlich sterben, weil sie uns dazu verdammt haben. Wir sind diejenigen, die sie opfern. Und ich denke mal, das alles würde auf Französisch theoretisch mehr Sinn ergeben als die Übersetzung auf Deutsch, aber wie das Ganze jetzt auf Französisch heißt, kann man vielleicht ergoogeln. Vielleicht ist das Lied von Crown ja tatsächlich etwas, das es auch in unserer Welt gibt. Auf jeden Fall würde das Ganze, denke ich, auf Französisch mehr Sinn ergeben, vom Reim her, als auf Deutsch. Aber egal. So, lala. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt, Freunde, was da auf uns zukommen wird. Wir haben hier wieder ein weiteres Versteck, eine weitere Unterstandsmöglichkeit, ein weiteres Schlupfloch. Das leuchtet sehr mysteriös hier. Guck mal, mit dem Strom drumherum. Bisschen gruselig sieht das aus. So, mal schauen, was wir hier haben. Eine Spitzhacke mal wieder. Falls unsere schon ein bisschen abgenutzt ist, hätten wir hier eine neue. Sogar mehrere, guck mal. Und ein Foto. Die Mine. Auf Französisch. Unsere Mine reicht jetzt fast bis unter die deutschen Gräben. Da wir beim Graben seltsame Geräusche gehört haben, befürchtet unser Kapitän, dass die Bosches uns entgegentunneln und dann Gas in unsere Stollen einlassen. Nun graben wir also nur noch bei Nacht und so leise wie möglich. Die Waffe immer im Anschlag, schreibt A. Navio. Einer der französischen Soldaten. Sollen wir mal hier hingucken oder sollen wir mal hier reingucken? Ich würde ganz ehrlich mal hier hingucken. Vermutlich kommen wir da vorne sowieso nicht weiter, wobei wir uns da eigentlich, glaube ich, sogar ducken könnten. Nee, guck mal, das können wir zerstören. Da oben liegt ein weiterer Soldat. Und wenn wir das tatsächlich zerstören können, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, dann sollten wir vielleicht doch mal hier reinschauen, ob wir überhaupt reinkommen. Das ist eine ganz andere Frage. Hier ist wieder so ein Unterschlupf. Ach so, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Dort unten in den Stollen. Alles klar. Da ist sowieso Ende im Gelände. Na gut, na gut, na gut, Freunde. Dann geht's wohl nur da drüben weiter. Sprint dich mal ein bisschen und dann sind wir auch schon wieder hier. Wir haben hier ein Bettchen. Falls wir sterben sollten, landen wir genau hier wieder. Und nochmal die Erklärung, was die Unterstände bedeuten. Wenn wir hier reinlaufen, dann können wir uns von den Feinden verstecken. Ein weiterer Brief. Stampfen und schreien. Auf Französisch. Ich höre das Geräusch. Ein Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Das ist nicht der Feind. Es kommt von unten. Aus der Erde, schreibt A. Ouvrard. Vielleicht haben die ja damals auch schon mit den Monstern zu tun gehabt. Denn hier sieht der Boden noch ganz normal aus. Hier haben wir plötzlich Skelette rumliegen. Sind das vielleicht Pferde, die hier umgekommen sind? Hä? Wo kommen die denn her? Waren die vorher auch schon da? Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mich aber gerade richtig erschreckt. Waren die vorher auch schon da? Ich habe das gar nicht gesehen, dass das hier rumliegt. Und hier überall entweder brennt sie oder das Gas tritt aus. Denn wir haben ja die Gasbehälter gesehen, die hier überall am gesamten Feld rumstehen. Wahrscheinlich die Gasbehälter, die von unserem Zuhause kommen. Denn wir haben ja den Papa erwischt in der letzten Folge. Am Experimentieren im Keller mit dem Gas, das
die Tauben zumindest in einer Sekunde eliminiert und uns hat's auch gleich auf den Boden geworfen. Er hatte eine Gasmaske auf und wir wird's auch gleich. Eine Gasschutzmaske aus dem Jahr 1917. Die Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter, der auch den Maskenbrecherkomponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte. Das sind sie. Oh! Alter Falter! Na, herzlichen Glückwunsch! Scheiße! Au? Oh, wir hätten uns vielleicht im Unterstand verstecken sollen. Ich bin ja blöd. Scheiße. Ich bin einfach weitergelaufen. Ich glaube, das war mein Fehler. Wir hätten uns bestimmt im Unterstand verstecken müssen. Und dann hätten wir das Ganze vielleicht sogar überlebt jetzt gerade. Scheiße. Alles klar. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ist jetzt die Frage, ob wir diese Zwischensequenzen hier überspringen können oder nicht. Nee, so wie es aussieht, nicht. Jetzt bist du nicht mehr so gruselig. So, weg hier. Eieieiei, überlebe die erste Begegnung mit der Wut. Und das ist die nächste Kreatur, das nächste Monster, das uns in diesem Kapitel heimsuchen wird. Holla, die Waldfee. Was ist unsere Mission? Folge den Spuren der Bestie. Und wir haben mittlerweile die Gasschutzmaske 1917 mit dabei, die einen extra starken Filter besitzt und auch die Maskenbrecherkomponenten deutscher Kampfstoffe nicht hier durchzulassen durch den Filter. Interessant, interessant, interessant. Das heißt also, unser Papa war sehr wohl am Krieg beteiligt. Wir haben ja immer gesagt, von zu Hause ist gut reden. Da kann man gut sagen, der Sieg ist nahe, wenn man nur zu Hause im Wohnzimmer sitzt und von der Front keine Ahnung hat. Aber die hatten anscheinend doch eine Ahnung. Er mit seinem Gefolge in der Firma bei den Farben, unter Anführungszeichen, die dort hergestellt wurden, da wurden biologische Kampfstoffe hergestellt, um die feindlichen Soldaten hier direkt in den Schützengräben auszuschalten. Und nur wer diese spezielle Gasschutzmaske auf hatte, konnte überleben. Denn hier steht ja auch sollte, also möglicherweise sind da auch die Deutschen selbst draufgegangen. So, na, ich bin gespannt. Ich glaube, da vorne sollten wir jetzt die Gasmaske mal verwenden. Mit G war das, glaube ich. Und da gucken wir auch direkt mal durch die Gasmaske durch, durch die zwei Augen. Und hier können wir einfach durchspazieren, ohne Angst haben zu müssen, direkt zu verrecken. Denn hier liegt die nächste Gasleitung, mittlerweile aufgeplatzt und das Gas strömt in den Himmel. Aber mit der Gasmaske kann uns das nichts mehr anhaben. So. Mal gucken, wo wir hier hingehen.
Ich vermute mal, hier vorne geht's weiter. Deswegen gehen wir mal hier lang. Aha. Gut. Gibt nicht so viel, was wir hier entdecken können. Na gut. Dann versuchen wir mal unser Glück, oder? Sollen wir es mal versuchen? Gibt es hier tatsächlich keinen anderen Weg mehr? Weil ganz ehrlich... Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Taschenlampe dabei haben. Ich muss schon sagen, das sieht schon ein bisschen aus, als würde man da hinten noch wohin können. Aber bis auf den Eimer gibt... Oh. Und eine Erkennungsmarke. Von Hugo Ouvrard. Haben wir nicht gerade eben was von dem gelesen? Geboren oder gelebt in Rennes am 19.07.1889. Ich glaube, von dem haben wir gerade was gelesen, oder? Wir haben doch gerade was von ihm gelesen. Bild dich mal ein. Stört mich, dass er da nicht unten weiterkommt, muss ich zugeben. Aber wir kommen hier wahrscheinlich weiter. Und da liegt die nächste Marke. Und zwar von Henri Naviot, geboren oder gelebt in Paris am 23. April 1897. Und direkt daneben noch eine weitere Postkarte. Ouvrard, auf Französisch. Mein Kamerad, der kleine Ouvrard aus Rennes, wird immer nervöser hier unten. Redet immer was von mehreren Pferden, die er zu hören glaubt. Bei Tageslicht klingt das wie Unsinn. Hirngespinste. Aber hier unten ist ewige Nacht. Hier scheint das wahrer, was, das wahrer als der Traum von der Heimat, schreibt A. Naviot. Und man sieht die Namen immer wieder auf verschiedenen Postkarten, in verschiedenen Briefen oder eben auch in Erzählungen. Ein weiterer Brief. Hallo? Sie kommen. Auf Französisch. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Jetzt weiß ich, was diese gigantischen brennenden Kreaturen sind. Es sind die gefallenen Soldaten und ihre Kriegsrösser aus alter Zeit. Wir haben ihre Ruhe gestört. Sie kommen. Bald müssen wir mit ihnen reiten, schreibt H. Ouvrard. Und vielleicht ist ja die Wut, die wir gerade eben hier gesehen haben, auch eine Metapher für die Wut der Soldaten, die an der Front waren und nicht nach Hause konnten, weil sie hier sein mussten. Die Wut auf ihre Kameraden, die Wut auf die, die Befehle erteilen. Die Wut auf die, die mit ihrem Leben spielen. Und es geht weiter in die Gräben. Alles klar, zurück geht's nicht mehr. Unsere Mission, bring dich im Kommandobunker in Sicherheit. Alles klar. Nur mal ganz kurz gucken. Hier ist nichts mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Bammel, dass dieses Monstrum hier jederzeit wieder auftauchen kann. Denn wenn es hier schon mal seinen Weg durchgebahnt hat und hier ist es ja anscheinend nicht vorbeigekommen, denn dann wird ja das jetzt nicht so ausschauen... Dann wird es wohl nicht allzu lange dauern, bis es uns nochmal über den Weg läuft. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant. Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Und das ist ein Brief von uns. Wir sind also wieder in unseren Gräben. Johannes von Schmidt. Heißt es jetzt möglicherweise, dass doch nicht wir derjenige waren, der die Kompanie hier angeführt hat, sondern möglicherweise doch unser Bruder? Dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde, der frisch gebackene Leutnant. Aber es liest sich, der zweite Teil liest sich, als ob es uns betreffen würde. Der erste Teil, als ob es jemand anderen betreffen würde. Ich glaube, so wirklich rausfinden werden wir das noch gar nicht. Ob jetzt wir derjenige waren, der hier die Karriereleiter schnell emporgestiegen ist oder ob es doch unseren Bruder Paul betrifft. Oh je, was ist denn da vorne los? So, was ist hier los? Kopf unten halten, feindliche Kugeln. Naja, derzeit nicht. Da sind die Feinde eher mit uns hier in den Schützengräben. So, na gucken wir mal ein bisschen.
Mal schauen, was es hier so alles gibt. Eieieiei, das ist ja der Hunger. Guck mal einen an. Da ist er, im Stacheldraht und verblutet gerade. Der Hunger, den kennen wir ja schon. Hier übrigens wieder unser Spawnpunkt. Falls wir sterben sollten, landen wir hier, schlussendlich. Sonst gibt es aber nicht viel zu holen, außer ein paar Bettlaken, die hier rumliegen. Oder rumhängen. Na gut, und hier geht es wohl auch nicht weiter. Da hinten brennt es nur. Da kommt uns der Stacheldraht entgegen, aber da landen wir dann wahrscheinlich genauso wie der da drin, wenn wir uns jetzt hier nicht aufpassen. Na, gucken wir mal. Das heißt, der einzige Weg führt hier lang. Dann gehen wir diesen Weg mal. Kopf runter. Oh. Und Gasmaske auf. Und lieber mal geduckt bleiben. Wer weiß, was da kommt. Ich lasse die Gasmaske nochmal oben. Irgendwo da oben scheint die Leitung kaputt zu sein. Eieieiei, und hier haben wir einen Hunger neben dem anderen. Schrecklich. Welch grausamen Missgeburten will der Feind noch auf euch hetzen. Noch ein weiterer. Tod. Und du lebst. Das ist alles, was zählt. Was ist denn eigentlich mit unserer Maske los? Warum ist sie so beschlagen? Müssen wir den irgendwann mal runtersetzen oder so? Hab keine Ahnung, ob wir noch richtig sind hier. Ja, das ist keine gute Idee gewesen. Da strömt nämlich noch überall das Gas her. Oh, eine Erkennungsmarke, und zwar von Franz Fromm, geboren oder gelebt in Dahlen bei Westerburg. Und geboren wurde er am 20. Oktober 1893. So, leider nichts anderes zu lesen. Da sehen wir noch eine Hand, die aus dem Boden hervorgreift. Ich sehe nichts mehr. Warum ist denn unsere Maske so beschlagen, sag mal? Irgendwo hier strömt das Gas aus. Das hört man ja. Die Lampe ist umgekippt. Aber warum die so beschlagen ist, ist mir ein Rätsel. Wir leben auf jeden Fall noch. Das ist eine gute Sache. Da sind die Hungerleichen. Ein weiterer. Steht möglicherweise auch für die Soldaten, die nicht durch den Feind umgekommen sind, sondern verhungert sind einfach. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass sich Mutter um ihn sorgt. Dass er nur wegen Vater hier ist. Aber er wollte es nicht hören. Er glaubt, er habe sich den Krieg verdient. Dass er es alleine hier an die Front geschafft hat. Dabei weiß er nicht, was Krieg ist. Nicht einmal hier will er die Wahrheit sehen. Wo sie täglich vor ihm liegt. Geschändet und verreckt und verwest und verbrannt. Und wortlos um Gnade fleht. Und möglicherweise geht's hier doch um unseren Bruder. Es ist nämlich auch wieder ein Brief von uns, Johannes von Schmidt. Selbstmordstiege, na, das sind wir ja genau richtig, glaube ich. Eieieiei, ich gehe mal weiterhin geduckt. Wir können die Maske immer noch nicht runternehmen, da sind immer noch ein paar Gasfelder. Und ich sehe fast nichts mehr hier, Freunde. Unsere Maske mittlerweile so beschlagen. Hier geht's zur Front, genau in die andere Richtung. Wir sind immer noch im Gasfeld, das hat keinen Sinn. Wir sind immer noch mitten im Gasfeld, aber guck mal, die Maske ist mittlerweile wieder halbwegs in Ordnung, Gott sei Dank. Man sieht endlich mal wieder, wo man hinläuft. Aber die große Frage ist natürlich, wo laufen wir denn hin? Hier können wir die Maske runternehmen, alles klar. Super, 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 super. So, hier haben wir wieder ein paar Lämpchen, wo der Strom lustig drumherum zirkuliert. Das sieht wirklich cool aus und sind bei der Kölner Allee mittlerweile angekommen. Und hier ist die große Kreuzung, von der haben wir ja auch schon ein bisschen was gelesen. Und da gibt es bestimmt auch wieder ein bisschen was zum Lesen, würde ich jetzt mal behaupten. Mal gucken, ob wir hier was finden. Tatsächlich nicht. Na, guck mal einer an. Da liegen zwar ein paar Briefe, ein paar Dokumente rum, aber die sind wohl nicht wichtig für uns. Eine Karte von der Umgebung, ein Stift, aber das war's.
nichts für uns zum Lesen, nur ein Bett zum Sterben, wo wir wieder aufwachen, falls uns jetzt hier jetzt irgendwas umbringen sollte. Es geht hier zu Kommandobunker 61 in diese Richtung und hier rüber geht's nirgendwo hin zum Krater, aber der ist versperrt. Da ist der Stacheldraht, der sich bewegt, da kommen wir definitiv nicht durch. Wir müssen also zum Kommandobunker 61. Das ist unser Ziel und genau dort werden wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Der Hunger wartet schon wieder hier auf uns. Der möchte noch eine Nachspeise. Vielleicht die noch leben, denn der ist ja mittlerweile auch schon einer der Toten. Zum Glück, wie grässlich diese Kreaturen einfach aussehen. Aber wir haben gelernt, damals in der ersten Folge, die Kreaturen sind nicht ohne Grund hier. Die sind eine physische Barriere, aber die tragen auch eine Metapher bei sich. Und zwar, dass der Hunger ein ständiger Begleiter war von allen Soldaten hier im Schützengraben. Völlig egal, auf welcher Seite die gekämpft haben. Liebe Freunde, das war's von dieser Runde von Ad Infinitum. Wir sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, was es im Kommandobunker so zu entdecken gibt. Bis dahin, tschüss!